Herzlich willkommen zu Unicorn. It's getting hot in here. So, das ist heute das heutige Motto. Also wenn ich hier gleich durchgeschwitzt bin, wir sind hier im Dachstuhl und es ist schweinewarm. Draußen sind wie viel? 26 Grad. Hier drin 28. Da draußen sind 26 Grad nur? Sagt die Wetter-App. Nicht? Draußen sind 26, hier drin sind 50. Ja. Ja, heute geht's um ein Unicorn-Nagel. Das heißt, wir machen die Franzi zu einem Einhorn. Gucken wir mal, wie das so funktioniert. Es wird ein Stiletto mit 3D-Unicorn-Optik. Mal gucken. Ja, starten wir doch einfach. So, Nagel ist schon vorbereitet. Das heißt, gefeilt, Nagelhaut weg und all so ein Zeugs. Jetzt kommt der Primer drauf und das Haftgel. Primer nehme ich den Ultra Bond Double Tape von Fingerspitzengefühl. Links sind alle unten in der Beschreibung drin. Und dann lassen wir das Ganze kurz einziehen. So, dann kommt auch schon das Haftgel drauf. Ganz normal auftragen. Pinsel ist neu. So, jetzt ist er nicht mehr neu. Das Haftgel ganz dünn auftragen. Nicht an die Haut kommen. Ihr kennt das Ganze ja schon aus meinen Videos. Fehlt ein bisschen Musik. Ja, leider dürfen wir die Musik nicht anmachen, weil dann scheißt uns die GEMA vor der Tür wahrscheinlich. Ja, das Ganze wird jetzt ausgehärtet, 120 Sekunden, und dann gehen wir doch direkt mit der Schablonenverlängerung weiter. Gehen wir mit der Schablonenverlängerung weiter? Machen wir mit der Schablonenverlängerung weiter. Ventilator können wir auch nicht anmachen, weil das hört ihr dann im Ton. Das heißt, wir schwitzen nur für euch. Und über das Zebra wundert euch bitte auch nicht. Das gab es im Netto günstiger. Ne? War doch im Netto. Es war im Netto, aber es hat ganz normal das gekostet, was... Aber wieso Ostern? Muss doch eigentlich ausverkauft sein. Also wir machen das Video nicht an Ostern, sondern wir haben jetzt schon Juni. So, heute keine doppelte Schablonenverlängerung, sondern einfach nur eine normale. Mal gucken, wie lange wir es gleich machen. Wer nicht weiß, wie Schablonenverlängerung geht, hier nochmal das Video reingucken. Ich mache das jetzt hier im Schnellformat. Setzt die erstmal an, guckt, wie die so passt. Aber da der Nagel ziemlich kurz ist, möchte ich mit den Seiten, also links und rechts, ein bisschen tiefer kommen. Das heißt, ich schneide in der Mitte einen kleinen Keil raus. So, das müsste reichen. Immer gucken, dass sie unter den Nagel kommt mit der Schablone. So. Jawohl. Dann einfach die Flügel zusammendrücken. Möglichst gleichmäßig. So, und dann kommt das Gel drauf. Ich nehme hier das Naturpink von Fingerspitzengefühl wieder. Das ist schön stabil. Auch bei der Wärme. Erstmal den Naturnagel einschmieren. Und dann modellieren wir uns den Nagel. So,
So, da das Ganze jetzt wieder nach unten läuft hier an den Seiten, halten wir das einmal andersrum. Genau. Am besten immer schön gerade halten. Damit das Gel wieder dahin geht, wo es hin soll. Und dann einmal in die Lampe rein für 20 Sekunden, da wir das Ganze pinchen wollen. So, dann wieder Pinch-Zange, Pinch-Klemme bereitlegen. Und dann einmal checken, ob das Gel okay ist. Sobald es Fäden zieht, müsste es nochmal reintun für 1-2 Sekunden, aber das scheint hier ganz gut zu sein. Dann lösen wir die Schablone einfach mal ab, damit wir das Ganze auch pinchen können. So, dann haben wir schon mal unseren verlängerten Nagel. Und dann gehen wir erstmal mit der Pinzette dran und drücken das ganze Ding ein bisschen zusammen. Jawohl. Und dann natürlich die Pinch-Klemme und das Ganze an den Nagel dran. Und dann rein damit in die Lampe. Habt ihr lustige Vorschläge für neue crazy Nagelform-Ideen, funny Videos? Dann gerne mal unten in die Kommentare. So, da haben wir das Kunstwerk, dann die Pinch-Klemme ab. Und dann kommt jetzt auch direkt das Aufbaugel drauf. Auch wieder das Naturpink. Wahrscheinlich mache ich 2 Schichten. Mhm. Naja? Du kannst ja singen statt Musik hören. Dann Everybody get up and sing. 1, 2, 3, 4. So, zweite Schicht. Wir machen hier den Aufbau, also hier den Apex. Das heißt, ich setze hier schon mal den dicken Knubbel hin und gehe dann nach hinten und dann im Zickzack nach vorne. Und dann das Ganze nach vorne flach ausstreichen. Mhm. Drehen wir um. Okay. Nee. Dürfen wir über Ostdeutsche Witze machen? Eigentlich schon, denn wir sind auch Ossis. Wir sind Ossis, dann darf man über Ossis Witze machen. Also falls wir Ostdeutsch reden und über Ossis Witze machen, wir sind selber Ossis, also Geborene. Deshalb dürfen wir das. Ne, klar. Ne, dann erzähle mal Witze. Ne, was ist denn zum Beispiel? Ne. Osch wär bläde. Osch wär bläde. Es klatscht gleich. Es klatscht gleich. Ne, es geht in hot in hör. Hör. In Hör? In ihr? Echt? Das wird nicht so heiß, ne? Das wird nicht heiß, ne? Herrlich. Herrlich. Ne? Ne, guck mal an hier. So, und dann fallen wir das Ganze auch schon nach und dann haben wir auch die Grundlage für unseren Unicorn-Nagel. Wörter erzählen für Ostdeutsche während du fallst. Zur Übersetzung. Mölchekiebschen. Mölchekiebschen? Ne? Mölchekiebschen ist ein Marienkäfer. Vollkommen richtig. Was noch? Weißt du, was eine Hitsche ist? Eine Hitsche? Nee. Irgendwas zum Saubermachen bestimmt. Ich glaube, für Hitsche gibt es 2 Begriffe. Ich glaube, eine Hitsche kann ein Kinderwagen sein oder, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie so eine Fußbank. Eine Hitsche?
Broiler. Broiler. Semmeln. Semmeln? Semmeln? Ja, Semmeln ist doch ein Brötchen. Ja. Und Broiler? Broiler hier ein Hähnchen. Ja. Du Broiler, du. Einen halben Broiler. Ein halbes Broiler. So, von der Stelle aus möchte ich jetzt quasi einen flachen Übergang nach unten haben. Das heißt, die Pfeile möglichst flach auf den Nagel aufsetzen und dann einfach nur feilen. Habt ihr eigentlich mal Bock, was von Shopping Queen zu hören? Also, ich war da mal kurzfristig dabei. Was heißt nicht ich, sondern ich habe quasi den Nageldesigner gespielt. Mein damaliger bester Freund war dabei und ja, dadurch weiß ich so ein bisschen Hintergrundzeugs. Habt ihr mal Bock darauf, ein bisschen was zu wissen? Wenn ja, dann gerne mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich da so ein kleines Q&A mal dazu. Vielleicht finde ich ja sogar noch die Aufnahmen. Wenn ihr solche langen Nägel macht, immer mal von vorne auch drauf gucken, dann seht ihr genau, ob ihr gerade seid oder nicht und ob das Gel irgendwie zur Seite gekippt ist oder nicht, und dann könnt ihr dann halt gegenfeilen. Auch mal ganz wichtig. Und bei so einem richtig spitzen Stiletto natürlich auch gerade die Pfeile ansetzen und dann einfach nur gerade entlang fallen. Nicht so rumeiern, sonst wird der so bauchig, sondern einfach nur gerade entlang gehen und dann kriegt ihr auch einen schönen spitzen, dreieckigen Stiletto hin. So, dann haben wir das Ding schon mal lang. Und jetzt kommt das, was den Unicorn-Nagel ausmacht, die, ja, wie nennt man die, die Rillen? Ja. Die Rillen quasi, also diese längslaufenden Rillen. Und die machen wir jetzt mit Gel. Dann nehmen wir auch wieder das Naturpink. Dann suche ich mir mal einen relativ dünnen Pinsel. Irgendwie so ein Einer. Und dann versuche ich jetzt einfach mal mit dem Gel in mehreren Schichten die Längsstreifen zu machen. Also ich nehme mir so ein bisschen raus und ziehe mir hier dann die Streifen drauf. Möglichst im gleichen Abstand. Erste Schicht können wir ruhig ein bisschen flacher drauf machen und dann die zweite Schicht und die dritte machen wir dann so ein bisschen, um diese kleinen Beule auszuprägen. An den Seiten hier am besten das Gel so ein bisschen mehr in die Mitte hochziehen, damit wir hier an den Seiten nicht so dicke Dinger haben. Also ich möchte die ja möglichst hier nur auf dem Nagel haben. Und dann tun wir das Ganze erstmal rein. Dann machen wir das nämlich in mehreren Steps, damit das jetzt nicht zu sehr verläuft. Ja. So, und dann kommt auch schon direkt die nächsten Streifen dran. Die machen wir jetzt bis zum Ende. Also wie gesagt, die erste Schicht ruhig ein bisschen breiter machen. Die nächste Schicht machen wir dann, modellieren wir dann quasi das Einhorn. So, dann bitte nochmal rein.
So, die zweite Schicht. Hier versuche ich jetzt einfach mal das Ganze noch ein bisschen höher zu machen, also höher auszuprägen. Noch ein bisschen Feintuning reinzubringen. Feintuning so, dass die Striche möglichst gleich dick sind und keine Zacken irgendwo. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit Farbgel machen. Müsst ihr nur gucken, dass ihr ein bisschen dickeres Farbgel kriegt. Kameratemperatur wird zu hoch. Ja, nicht nur bei der Kamera, bei mir auch. So, die ersten Kameras fallen schon aus. Franzi fällt auch gleich aus, so wie sie aussieht. So läuft's. Ja. Fließe, wie sagt man das? Ja. Ich laufe aus. Inkontinenz. Inkontinenz bei Unicorn, die Schlagzeile. So, das Ganze mache ich jetzt noch ein drittes, letztes Mal. Diesmal versuche ich jetzt wirklich nur hier oben das Ganze hinzumachen. Also nicht bis ganz runter zu den Ecken gehen, sondern einfach nur hier so. Das Ganze sollte natürlich ein festes Gel sein, am besten eins, was nicht so stark verläuft. Und das funktioniert wirklich ganz gut. Ihr könnt natürlich auch 3D-Gel nehmen. Bei 3D-Gel müsst ihr halt noch ein bisschen mehr modellieren. Da finde ich das hier einen schöneren Weg, weil das schön verläuft. So, und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe. So, da das Ganze chrom werden soll, werde ich jetzt das Ganze einmal... Nee, erstmal gehe ich nochmal mit dem Buffer drüber. So. Sieht schon eigentlich witzig genug aus, ne? Ist schon lustig, ja. Ich cleaner das mal ganz kurz ein bisschen ab. Aber ich möchte jetzt hier an den Seiten noch mal kurz mit dem Buffer lang gehen, damit ich da keine Kanten irgendwie habe. So, jetzt kommt die Versiegelung drauf. Dann nehme ich den Dry Top von Neonail. Das ist eine Versiegelung ohne Schwitzschicht, die brauchen wir für dieses Chrompigment. Vorher gehe ich hier nochmal kurz durch die Ecken. Also wirklich nochmal gucken, dass alle Fusseln aus der Ecken raus sind. Und dann gehen wir jetzt mit der Versiegelung drüber. Die Versiegelung verschlichtet auch die Hubbel so ein bisschen. Dadurch werden die noch, noch einheitlicher. Wenn ihr so rüber geht, müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr hier nicht solche Bläschen zwischendrin habt. Und das Ganze natürlich auch in die richtige Richtung nochmal abziehen. So. Dann kann das Ganze einmal zum Aushärten in die Lampe rein. Hier natürlich die Aushärtungszeiten beachten, auf jeden Fall lange genug drin lassen. Ich lasse das jetzt mal so 2 Minuten drin, damit das Goldpigment dann auch richtig drauf haftet und wir keine flüssigen Stellen noch irgendwo haben. Ganz wichtig. So, wo haben wir denn das Goldzeugs? Ich habe keine Ahnung, wo ich soll. Ordnung, ne? Ordnung ist das halbe Leben. Wäre das halbe Leben, habe ich aber nicht. Noch nie gehabt? Nee. Eigentlich hast du nichts weggeschmissen. Hast du es vielleicht... nett aufgeräumt und sind dann... Ach, guck ich hab's mal. Gefunden. Da, wo es hingehört. Da soll mal einer sagen, ich bin nicht ordentlich. So. Applikator. Ganz wichtig. Man kann es natürlich auch mit der Hand auftragen oder mit dem Finger, aber so stark möchte ich mich jetzt nicht einsauen. Dann zeig mal. Ganz wichtig, nicht abcleanern oder so und sofort das Goldpigment drauf machen. Nicht großartig warten. Und das Ganze dann richtig schön satt einmassieren.
So, auf jeden Fall richtig schön fest einmassieren das Ganze. Wir brauchen jetzt natürlich keinen Unterlack, weil wir jetzt schon dieses Naturpink drauf haben. Das passt eigentlich mit dem Gold. Ansonsten müsste man bei den Pigmenten immer noch was, eine andere Farbe drunter machen, damit das richtig durchkommt, weil die Pigmente sind eigentlich durchsichtig so ein bisschen. Und ja, dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal versiegeln. Dann nehme ich auch wieder das. Ne, das nicht. Das. Den Dry Top von Neonail. Beim Versiegeln von diesen Pigmenten müsst ihr darauf achten, dass ihr auch wirklich schön die Ecken versiegelt und auch ein bisschen unter dem Nagel das Ganze versiegelt. Sonst löst sich das schnell ab. Falls mal irgendwie so eine Ecke abplatzt von der Versiegelung oder so, dann geht das Gold auch schnell flöten. Weil das ist halt eine sehr glatte Oberfläche. Und die Versiegelung hält so nicht wirklich gut auf dieser glatten Oberfläche. Und deshalb gehen wir auch um die Ecken herum und schön in die Ecken rein. Natürlich nicht an die Haut kommen, ganz wichtig. Auch wieder gucken, dass ihr keine Blasen hereinkriegt. So, und dann rein in der Lampe. So, das war's jetzt auch schon mit dem Unicorn-Nagel. Franzi ist jetzt ein Einhorn. Möchtest du auch noch was sagen? Es dufte. Schön. Wir machen das Ganze jetzt direkt wieder ab, leider. Machen noch schnell ein paar Fotos für Instagram und so. Da gerne mal vorbeischauen, weil ihr werdet mit Sicherheit am ersten das Bild sehen als alle anderen. Richtig? Richtig. Facebook natürlich auch und Twitter wahrscheinlich auch. Mhm. Mhm. Ja, ich sag nicht mehr viel, außer tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, wenn ihr wieder einschaltet natürlich. Share, teilen, liken und dann bis zum nächsten Mal. Euer Chris.